Anekdote ist eine kurze, pointierte Erzählung. Mit der Schärfe einer Lupe zeigt sie die Besonderheit einer Situation oder einer menschlichen Charaktereigenschaft. Anekdoten zu lesen ist unterhaltsam und belehrend, aber reinstes Vergnügen bereiten sie erst, wenn man sie hört, wenn sie erzählt werden. Und das wollen Gisela May und Wolf Kaiser hiermit tun. Thespis gab eine Vorstellung, der auch der weise Solon beiwohnte. Nach der Vorstellung ging dieser wütend auf Thespis los. Schämst du dich nicht, solche Schwindelspiele zu geben und den Leuten faustdicke Unwahrheiten zu sagen? Das ist doch alles von dir erfunden. Aber Solon, es ist doch alles nur Scherz und Spiel. Da darf man doch reden, wozu man Lust hat. Wie lange wird es dauern, entgegnete Solon. Da finden wir diese Scherze und Lügen, die hier gefallen, auch im privaten und öffentlichen Leben. Und das hast du dann auf dem Gewissen. Themistokles, der die Perser bei Salamis besiegte und eine Zeit lang allein die Geschicke Athens leitete, wurde einst gefragt, wie geht es deinem Sohn? Der Junge kann noch nicht lesen und schreiben und ist doch schon der mächtigste unter allen Griechen. Wie denn das? Nun, ganz einfach. Die Athener herrschen über die anderen Griechen, ich über die Athener, meine Frau herrscht über mich und mein Sohn herrscht über meine Frau. Dionys von Syrakus hatte den Philosophen Platon wiederholt eingeladen. Zweimal war dieser auch schon der Einladung gefolgt, aber jedes Mal gerieten sie in Meinungsverschiedenheiten und gingen verstimmt auseinander. Die Ratschläge, die der Philosoph dem Herrscher erteilte, versprach der Tyrann zwar oft zu befolgen, aber er dachte gar nicht daran, sie in die Tat umzusetzen, so dass sich Platon mit Recht gekränkt, missachtet und überflüssig fühlte. Als sich der Weise nun aber doch ein drittes Mal bewegen ließ, nach Syrakus zu fahren, erging es ihm noch schlimmer als bisher. Er wurde auf das Schmählichste behandelt, so dass er froh war, als ein Schiff eintraf, um ihn nach der Heimat abzuholen. Beim Abschied sagte Dionys zu ihm, »Nicht wahr, Platon, du wirst nun deinen Philosophiestudierenden viel Nachteiliges über uns erzählen.« Platon erwiderte lächelnd, »Bewahre der Himmel, dass in unserer Akademie ein solcher Mangel an Gesprächsstoff herrschen sollte, dass man deiner erwähnen müsste.« Zu der Zeit, als Cäsars Stern gerade zu leuchten begann, galten als die reichsten Männer Roms Lucullus und Crassus. Lucullus' Aufwand und üppiges Leben ist ja für Jahrtausende sprichwörtlich geworden. Aber außerdem war er auch noch ein witziger Kopf. Im feinsten Villenviertel bei Tusculum besaß er die schönsten Landhäuser. Eines Tages besuchte ihn Pompeius, Cäsars Freund und späterer Rivale. Der fand dann den Willen, etwas auszusetzen. »Ganz schön soweit, aber doch nur etwas für den Sommer. Im Winter muss hier ja eine Hundekälte sein. Es fehlt ja jede Einrichtung zum Heizen.« Da antwortete ihm Lucullus, »Mein lieber Pompeius, denkst du denn, ich bin dämlicher als die Kraniche und Störche, dass ich nicht meine Wohnung je nach den Jahreszeiten verändern sollte?« Die Kaunier, Bewohner einer Hafenstadt Kleinasiens, erhalten die Nachricht, von Seeräubern verfolgtes Schiff nähert sich dem Hafen. Die Mannschaft lässt fragen, es geht um unser Leben, dürfen wir einlaufen? Sie erhalten den Bescheid, nur wenn ihr uns Lieder des Euripides vorsingen könnt, lassen wir euch landen. Die Fremden konnten den Wunsch erfüllen und gingen vor Anker. In unserer heutigen Zeit würde die Bedingung vielleicht lauten, nur wenn ihr Eterna-Platten bei euch habt. Als William Shakespeare einst der Vorstellung seines Richard III. Beiwohnte, sah er einen Schauspieler eifrig und zärtlich mit einem jungen, reizenden Frauenzimmer sprechen. Er näherte sich unbemerkt und hörte das Mädchen sagen, »Um 10 Uhr poche dreimal an die Tür. Ich werde fragen, wer ist da? Und du musst antworten, Richard III.« Shakespeare stellte sich eine Viertelstunde früher bei dem Mädchen ein und gab beides, das verabredete Zeichen und die Antwort, ward eingelassen und war, als er erkannt wurde, glücklich genug, den Zorn der Betrogenen zu besänftigen. Zur bestimmten Zeit fand sich der wahre Liebhaber ein. Shakespeare öffnete das Fenster und fragte leise, »Wer ist da?« »Richard der Dritte«,
war die Antwort. Richard, erwiderte Shakespeare, kommt zu spät. Wilhelm der Eroberer hat die Festung schon besetzt. Ein Soldat, ein heilloser und unverbesserlicher Säufer, versprach nach unendlichen Schlägen, die er deshalb bekam, dass er seine Aufführung bessern und sich des Branntweins enthalten wolle. Er hielt auch in der Tat Wort, während 3 Tage, ward aber am 4. wieder besoffen in einem Rinnstein gefunden und in Arrest gebracht. Im Verhör befragte man ihn, warum er sich von neuem dem Trunke ergeben habe. »Es ist nicht meine Schuld«, antwortete er. »Ich ging mit einer Kiste Farbholz über den Lustgarten. Da läuteten vom Dom herab die Glocken. Pomeranzen, Pomeranzen, Pomeranzen. Läut, Teufel, läut«, sprach ich, »und trank nichts. In der Königstraße bimmelte es vom Rathausturm herab. Kümmel, Kümmel, Kümmel. Ich sage zum Turm, bimmle du, dass die Wolken reißen, und gedenke, mein Zähl gedenke meines Vorsatzes, ob ich gleich durstig war, und trinke nichts. Drauf führte mich der Teufel auf dem Rückweg über den Spittelmarkt, und da ich eben vor einer Kneipe stehe, geht es vom Spittelturm herab, Anisette, Anisette, Anisette. Was kostet das Glas, frage ich. Der Wirt spricht, 6 Pfennige. Geb er her, sage ich. Und was weiter aus mir geworden ist, das weiß ich nicht. Ein Mönch, der ein Pfarramt versah, hatte eine so grobe Stimme, dass er zuweilen von Leuten, die ihn noch nicht auf der Kanzel gehört hatten, für von Sinnen gehalten wurde. Eines Tages, als er wieder droben stand und eben zu brüllen begonnen hatte, bemerkte er, wie ein altes Mütterchen in einer der vordersten Bänke die Hände zusammenschlug und in bitterliche Tränen ausbrach. Nach geendigter Predigt machte er sich draußen vor der Türe an sie heran und begehrte mit freundlichen Worten von ihr zu wissen, was sie denn so zu inniger Ergriffenheit bewegt habe. »Bester, hochwürdigster Herr«, sagte das Mütterchen, sich die Augen wischend, »mein lieber Mann selig, als er auf sein letztes Laken zu liegen kam, der hat mir einen schönen, jungen Esel vermacht, mir ganz allein, und ich habe ihn geliebt wie einen Sohn. Aber denkt euch, nicht lange nach meines Mannes Tode, da ist mir das Eselchen auch verstorben. Als ihr nun vorhin auf eurer Kanzel mit einer so großen und starken Stimme anfinget zu schreien, habe ich gleich an meinen lieben Esel denken müssen. Denn er hat eure Stimme gehabt, guter Herr, ganz eure Stimme.« Irgendwer hat einmal behauptet, Musiker hätten keinen Humor. Das würde demnach bedeuten, dass es keine Musiker-Anekdoten gäbe. Das wäre gelacht. Lachen wir über Musiker. Ein Sänger, den Händel auf seine Versicherung hin, er könne vom Blatt singen, als Ersatz für einen Erkrankten engagiert hatte, verdarb durch sein falsches Absingen die ganze Aufführung eines Oratoriums. Händel fuhr ihn wütend an. »Du Schuft, du! Sagtest du nicht, du könntest vom Blatt singen?« »Tja, Herr Kapellmeister«, erwiderte der schlechte Sänger, »das kann ich auch, aber nicht gleich beim ersten Mal.« Gaetano Donizetti hat eine sehr große Anzahl Opern hinterlassen, weil er unglaublich rasch arbeitete. In seinem Beisein unterhielt man sich darüber, dass Rossini für die Niederschrift des Barbier von Sevilla nur 13 Tage gebraucht haben soll, was man für völlig ausgeschlossen ansah. Man befragte Donizetti, was er darüber denke. »Ich halte das durchaus für wahr«, sagte er. »Rossini hat ja immer so langsam geschrieben.« Eine Dame, die in einer großen Gesellschaft eine rossinische Arie singen soll, sagt zu dem Komponisten, »Ach, Meister, ich habe ja solche Angst.« Rossini mit beistimmendem Nicken. Und ich erst. Der französische Opernkomponist Daniel François Aubert wollte nie etwas vom Sterben hören und erwiderte jemandem, der zu ihm meinte, einmal werde ja auch sein Auberts letztes Stündlein schlagen.
Ich werde es überhören. Richard Wagner ist in Paris auch einmal mit Aubert zusammengetroffen, der bei dieser Unterredung gesagt haben soll, nun habe ich fast 3 Jahrzehnte gebraucht, um einzusehen, dass ich im Grunde gar keine musikalische Begabung habe. Wagner fragte erstaunt, haben Sie das Komponieren aufgegeben? Nein, sagte Aubert lächelnd, da war ich schon berühmt. Johannes Brahms war zu einem Abendessen geladen. Zu dem ausgezeichneten Wein, der getrunken wurde, sagte der Hausherr mit höflicher Verbeugung zu dem Komponisten, »Dies ist der Brahms unter meinen Weinen.« Brahms erwiderte, nachdem er mit Wohlwollen gekostet hatte, »Da möchte ich jetzt aber auch noch Ihren Beethoven kennenlernen.« Brahms sitzt im Weinlokal auf dem Hut eines jungen Mannes, der ihn höflich darauf aufmerksam macht. Brahms erwidert, »Ja was? Wollen Sie denn schon gehen?« Der Kapellmeister der Wiener Hofoper Helmesberger, der gelegentlich auch komponierte, hatte ein neues Streichquartett geschrieben. »Mein Lieber«, sagte einer seiner Freunde, »das Hauptthema des ersten Satzes, das hast du von Mozart gestohlen.« Darauf Helmesberger, »weißt du mir vielleicht einen besseren?« Nach einer Aufführung der Walküre hatte Franz Liszt im Bayreuther Festspielhaus eine lange Auseinandersetzung mit dem damals sehr bekannten Liederkomponisten Franz Abt. Dieser wollte an dem Werk gar nichts gelten lassen und führte weitschweifig aus, wie nach seiner Meinung der Walkürenritt hätte komponiert werden müssen. Sanft entgegnete Liszt, mein Lieber, dann wäre es eben kein Walkürenritt, sondern ein Abtritt. Bei einer Probe zu den Meistersingern wollte einmal ein schwieriges Hornsolo nicht klappen. Der berühmte Dirigent Hans Richter mühte sich ab. Endlich, nach vielen Proben, gelang es dem Hornisten, die betreffende Stelle sauber zu blasen. Hans Richter wandte sich am Schlusse freundlich an den Hornisten. Also, mein Lieber, morgen Abend dann genauso. Dieser aber erwiderte gelassen, morgen habe ich keinen Dienst, da kommt mein Kollege. Anton Dvorak interessierte sich sehr für technische Dinge, vor allem für Lokomotiven. Er kannte alle Typen und ihre Bezeichnungen. Einmal kam sein künftiger Schwiegersohn zu Besuch. Der junge Mann wollte sich bei seinem berühmten Schwiegervater einschmeicheln und sagte gleich nach der Begrüßung, »Ich bin mit der Maschine Nummer 261-54 gefahren.« »Depp«, meinte Dvorak, »das war die Nummer vom Tender.« Max Reger war bei einer adligen Dame eingeladen, deren Haus durch seine Steifheit berüchtigt war. Man saß bei Tisch. Es war höchst feierlich, keiner sprach ein Wort. Da sagte Reger laut und vernehmlich, Papp. Auf die erstaunte Miene der Gastgeberin erklärte der Komponist, durchlaucht, man hat mir erzählt, dass es bei Ihnen so steif zugehen soll, dass man nicht einmal Papp sagen könne. Und das habe ich nur soeben probiert. Der Schweizer Komponist André stichelte seinen Freund Reger. Lieber Max, wenn ich deine Musik höre, werde ich immer Reger. Darauf Reger, wenn ich deine Musik höre, höre ich immer André. Hans von Bülow leitete eine Probe zu Beethovens 9. Trotz aller Ermahnungen schwätzten die weiblichen Chormitglieder dauernd während der Probe der ersten Sätze. Endlich rief Bülow höflich zu den Choristinnen hinauf, meine Damen, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass das Kapitol bereits gerettet ist? Igor Strawinsky war für kurze Zeit bei seinem Freunde Pablo Picasso zu Besuch. Dieser porträtierte ihn bei dieser Gelegenheit. Bei der Rückfahrt führte Strawinsky das kostbare Geschenk im Koffer mit sich. Beim Grenzübergang aber gab es eine böse Überraschung. Der Zollbeamte wollte das Bild nicht durchlassen. Vergebens versuchte Strawinsky mit aller Beredsamkeit dem Kontrolleur klarzumachen, welche Bedeutung dieses Porträt für ihn habe. »Das ist kein Porträt«, fuhr ihn der Zöllner an, »das ist ein Festungsplan.« Ernste Worte großer Geister, ernsthaft gesprochen, werden oft nur von wenigen begriffen, aber ernste Worte lachend gesagt, von vielen. Ein französischer Kardinal erzählte nach einer Romreise Rabelais,
dem Dichter des Pantagruel, dass er eine Audienz beim Papst gehabt und ihm den Pantoffel geküsst habe. Rabelais versank in tiefes Sinnen. »Worüber denken Sie nach?« fragte ihn der Kardinal. Rabelais erwiderte, »Eure Eminenz stehen so hoch über mir und haben den Pantoffel seiner Heiligkeit geküsst. Ich denke darüber nach, was ich, armer Laie, zu küssen gehabt haben würde.« Rabelais lag schwer krank. Die Ärzte, die ihn behandelten, gerieten wegen der Krankheit und ihres mutmaßlichen Ausganges in eine erregte Unterhaltung. Rabelais mischte sich ein und sagte, »Meine Herren, lassen Sie mich eines natürlichen Todes sterben.« Der englische Dramatiker und Schauspieler Foote ging eines Abends spät nach Hause. In einer engen Gasse stürzte ein Mensch aus dem dritten Stockwerk vor ihm zur Erde, wobei er merkwürdigerweise keinen Schaden nahm. Foote, sehr erschrocken, hob den Gestürzten auf und erkannte in ihm einen alten Freund, dem er wegen seiner heftigen Spielleidenschaft schon des Öfteren Vorhaltungen gemacht hatte. »Woher so eilig, mein Freund? Ach, ein unangenehmer Handel im Spiel«, antwortete der Gestürzte. Foote sah nach dem Fenster im dritten Stock hinauf und sagte mahnend, »Hab ich dir nicht schon immer gesagt, du sollst nicht so hoch spielen?« Als die Barberina nach längerer Abwesenheit nach Berlin zurückkehrte, wurde allerlei über den Grund ihrer Abwesenheit gemunkelt, worüber sie sich bei Voltaire beklagte. »Es ist unerhört, was für abscheuliche Dinge man mir nachsagt. Denken Sie, man behauptet, ich sei deshalb abwesend und auf dem Lande gewesen, um heimlich mit Zwillingen niederzukommen.« Darauf Voltaire, »Lassen Sie sich das nicht anfechten, Verehrteste. Ich habe mich längst gewöhnt, von allem nur die Hälfte zu glauben.« Als Beaumarchais Schauspiel »Die Hochzeit des Figaro« vor der Uraufführung stand, sagten seine Freunde, »Das Stück wird durchfallen.« Darauf antwortete die Schauspielerin Sophie Arnoul, »Ich glaube es auch, aber an wenigstens 50 Abenden hintereinander.« Matthias Claudius wurde nach dem Unterschiede gefragt, der zwischen seinem Stil und dem Klopstocks bestehe. Claudius meinte, »Du, der du weniger bist als ich und dennoch mir gleich, nahe dich mir und befreie mich, dich beugend zum Grunde unserer Allmutter Erde von der Last des staubbedeckten Kalbfelles.« So sagt Klopstock. Ich sage, Johann, zieh mir die Stiefel aus. Eine Freundin sagte zu Madame de Staël, als diese einen ihrer selbstbiografischen Romane schrieb, es wird nicht ganz leicht sein für dich, wenn du auch über deine intimeren Erlebnisse ein wahres Bild geben willst. Sei ohne Sorge, entgegnete de Staël. Ich gebe nur ein Brustbild. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts besuchte ein Goethe-Forscher Sesenheim, wo ein altes Mütterchen lebte, das Goethe noch gekannt hatte. Ihre Mitteilungen endeten mit dem Satz, »Eines Tages war er auf und davon, und kein Mensch hat je wieder von ihm gehört.« Eine andere alte Frau, die als Mädchen in Weimar den alten Goethe noch gekannt hatte, wird ebenfalls von einem Goethe-Forscher aufgesucht und interviewt. »Liebe Frau, Sie sollen Goethe noch gekannt haben.« »Hä?« »Sie sollen den großen Dichter Goethe noch gekannt haben.« »Hä?« »Sie sollen den alten Geheimrat von Goethe noch gekannt haben.« Da endlich geht ein leuchtende Erinnerung über die Züge der Greisin und sie sagt zu dem erstaunten Goethe-Philologen mit dem Finger drohend, »Herrn Sie, das war sie kein Guter.« Unter den Akten und Briefen, die Gottfried Keller als Staatsschreiber des Kantons Zürich zu bearbeiten hatte, befand sich auch einmal der Brief eines Bürgermeisters, der mit einem widerborstigen Bauern seiner Gemeinde nicht fertig wurde und in dem Briefe schrieb, »Der Mann erklärte mir, ich möge ihn nach Götz von Berlichingen. Was soll ich tun, Herr Staatsschreiber?« Keller schrieb an den Rand des Briefes, »Ich würde es nicht tun.« Mark Twain führte eine Dame zu Tisch. Er hatte gerade eine liebenswürdige Laune und sagte, »Wie schön Sie sind.«
Die Angesprochene antwortete in patzigem Ton: Schade, dass ich Ihnen dieses Kompliment nicht zurückgeben kann. Mark Twain lachte: Machen Sie es wie ich, meine Gnädigste. Lügen Sie. Ein Gerücht hatte Mark Twain totgesagt. Eine Zeitung, die das bezweifelte, depeschierte an Twain, um so festzustellen, ob etwas Wahres an dem Gerücht sei, und fragte ihn direkt an. Er depeschierte zurück: Gerücht stark übertrieben. In seiner Redakteurzeit wurde Mark Twain ein sehr schlechtes Gedicht eingesandt, das den Titel trug: Warum lebe ich? Rückporto war beigelegt. Mark Twain sandte es zurück und schrieb dazu: Weil Sie Ihr Gedicht mir nicht persönlich gebracht haben. Einem anderen Einsender von Gedichten, der in dem Begleitbrief geschrieben hatte: Ich habe noch andere Eisen im Feuer, antwortete Mark Twain: Nehmen Sie die Eisen heraus und tun Sie die Gedichte hinein. Ein Freund Mark Twains, der ein leidenschaftlicher Golfspieler war, ließ nicht ab, bis Mark Twain ihm einmal beim Spiel zuschaute. Der Freund spielte schlecht und sandte statt des Balles Erdklümpchen in die Luft, von dem eines und das andere auch in Mark Twains Gesicht traf. Nach dem ersten gelungenen Ball fragte der Freund stolz: Na, wie gefällt dir unser Golfplatz? Mark Twain antwortete: Es ist wirklich der beste, den ich bisher gekostet habe. Als Gast einer Anzahl von Trustmagnaten erzählte Mark Twain so lustig, dass seine Zuhörer Tränen lachten. Ein Petroleumkönig erklärte: So etwas Komisches habe ich überhaupt noch nicht gehört, und griff nach seinem Taschentuch. Oh, entgegnete Mark Twain, eben sehe ich noch etwas viel Komischeres und vor allem viel Selteneres, nämlich wie ein Petroleumkönig seine Hand in die eigene Tasche steckt. Björn Björnson, der Sohn des Dichters, Theaterintendant in Oslo, fährt auf einem norwegischen Dampfer durch Skagerrak. An den Stufen zur Kommandobrücke ist ein Schild angebracht, das allen Passagieren den Zutritt verbietet. Björnson, der sich nichts verbieten lässt, klettert sofort die Stufen zur Kommandobrücke hinauf. Dort weist ihn der Kapitän auf das bestehende Verbot hin. Björnson wirft sich in die Brust: Wissen Sie nicht, mit wem Sie reden? Ich bin der Sohn des größten norwegischen Dichters. Der Kapitän stutzt und sagt dann mit einer höflichen Verbeugung: Das ist natürlich etwas anderes, Herr Ibsen. Bitte bleiben Sie nur hier. Nach einer modernen Neuinszenierung eines seiner Frühwerke sagte Hauptmann: Ich glaube, ich habe in meiner Jugend ein ähnliches Stück geschrieben. Der Schriftsteller Chesterton war sehr dick, was er aber mit Humor trug. Als er sich einmal mit Bernard Shaw stritt, sagte er zu dem dürren Iren: Wenn man Sie sieht, glaubt man, es sei Hungersnot im Lande. Ja, und hält Sie für den, der daran schuld ist, erwiderte Shaw. Eine Komödie von Bernard Shaw hat bei ihrer Erstaufführung stürmischen Erfolg. Nur ein einziges gellendes Pfeifen bricht sich durch das laute Händeklatschen Bahn. Shaw, der mit den Schauspielern vor den Vorhang gekommen ist, um zu danken, vernimmt das Pfeifen und macht ein Zeichen, dass er sprechen will. Als es still ist, sagt Shaw: Sie, der Herr, der gepfiffen hat, ich bin ganz Ihrer Meinung über das Stück, aber was vermögen wir zwei gegen eine solche Überzahl? Auf eine kurzfristige Einladung drahtete Bernard Shaw: Bin leider verhindert, Lüge folgt brieflich. Einem jungen Schriftsteller, der Bernard Shaw ein Dramenmanuskript zur Begutachtung übersandt hatte und nie eine Antwort erhielt, ist es gelungen, bis zu Shaw selbst vorzudringen, um wenigstens die Rückgabe seiner Handschrift zu erreichen. Shaw sucht lange herum, vergeblich. Der junge Dramatiker wird ungehalten, dass sein Stück durch Shaw abhanden gekommen sei. Da nimmt ihn der irische Dichter an die Hand, führt ihn vor einen großen Schrank mit Manuskripten und sagt: Dies alles sind Stücke, die man mir eingereicht hat. Wollen Sie sich nicht bitte als Ersatz für Ihr verloren gegangenes Manuskript hiervon drei aussuchen und mitnehmen? Der französische Dichter Jean Cocteau legte auf dem Sterbebett einem Priester seine Beichte ab. Der gestrenge Geistliche forderte die Verbrennung des letzten Romanmanuskriptes. Der Dichter schleuderte die Blätter selbst in ein rasch angezündetes Feuer im Kamin. Als der Priester gegangen war, schalt ein Freund Cocteaus über eine solche Kunstschändung. Sei ruhig, flüsterte der Kranke.
Ich habe vorher eine Abschrift machen lassen. Arnold Zweig trifft in Berlin, nachdem er schon längst in der literarischen Welt ein Begriff geworden, einen alten Schulfreund. Der begrüßt ihn hocherfreut mit dem Ausruf: Mensch, Zweig, was ist denn eigentlich aus dir geworden? Eine Autogrammsammlerin bestürmt Fred Froberg nicht nur um ein Autogramm, sondern um zwei, die er endlich gutmütig gibt. Auf seine Frage, warum sie denn durchaus zwei Autogramme wolle, antwortet sie: Ja, für zwei Froberg kriege ich einen Dave Schur. Farben hat jeder Mensch auf seiner Palette. Der Unterschied zwischen einem gewöhnlichen Menschen und einem Genie besteht in der Vielfalt ihrer Farben. Hören wir einige Farbtöne bedeutender Maler. Gainsborough zu einer Dame, die bei einer Porträtsitzung den Mund immer kleiner machte. Wenn Sie wollen, meine Gnädigste, kann ich den Mund auch ganz weglassen. Der Maler der Romantik, Caspar David Friedrich, war Melancholiker. Das drückte sich auch in seinem immer größer werdenden Vollbart aus. Das sagte sein Freund, der Akademieprofessor Ferdinand Hartmann. Wer den Friedrich noch einmal sehen will, der muss sich beeilen, da er nächstens ganz zugewachsen sein wird. Nicht alle Künstler der klassizistischen Zeit haben die allgemeine Italienschwärmerei mitgemacht. Dem alten Schado zum Beispiel schreibt man den Ausspruch zu: Ich bin nicht sehr für Italien. Immer diese Pinien und Zypressen. Die Ehen sehen aus wie aufgeklappte Rehenschirme und die anderen wie zugeklappte. Als seinem jugendlichen Nebenbuhler Rauch die Ausführung eines Denkmals für einen Preußenkönig zugesprochen wurde, sagte Schado: Mein Ruhm ist in Rauch aufgegangen. Der französische Impressionist Degas sagte, als er bei der Hochzeit eines seiner Modelle Gast war: Wie graziös sie ist. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich sie bekleidet sehe. Aber ich muss anerkennen, es steht ihr eigentümlich gut. Der Maler Anton von Werner ist in einer Ausstellung der bösen Modernen. Ein Bekannter von ihm weist auf ein Bild, ein Manet. Werner, grässlich. Der andere, aber es ist doch schön. Werner, das ist ja gerade die Gemeinheit. Einer reichen, aber wenig attraktiven Bankiersfrau antwortete Max Liebermann auf ihre Frage, ob das von ihm gemalte Porträt ja auch ähnlich wäre. Zum Kotzen ähnlich, gnädige Frau. Der Pariser Maler Utrillo gab einem Chauffeur ein Trinkgeld mit den Worten: Da, trinken Sie ein Glas auf meine Gesundheit. Darauf der Chauffeur: Sie sehen so kränklich aus, da dürfte eines nicht genügen. Pablo Picasso saß düster brütend in einer Runde von Schauspielern und Sängern und gestand auf Befragen, er habe fürchterliche Zahnschmerzen. Oh, dagegen habe ich ein ganz prächtiges Mittel, erklärte ein junger Tenor, der mit einer zauberhaften Tänzerin verheiratet war. Habe ich Zahnschmerzen, so umarme ich meine Frau. Ihre Küsse blasen die Schmerzen glatt weg. Ausgezeichnet, antwortete Picasso. Ist Ihre Frau jetzt zu Hause? Anekdoten müssen nicht immer wahr sein, sie können es. Und wo ist der fruchtbarste Boden, wo Fantasie, Spiel, Wort, Witz, Gedeihen ja geradezu gezüchtet werden, weil alles der Wirkung dient? In der Welt hinter der Rampe. Gluck fand auf der Probe zur Iphigenie in Aulis den Sänger Larive, der den Agamemnon sang, sehr mäßig und ließ ihn das auch merken. »Warten Sie auf mein Kostüm«, sagte Larive zu Gluck. »Sie werden mich nicht wiedererkennen.« Bei der ersten Probe im Kostüm ruft Gluck aus dem Parkett: »Larive, Larive, ich erkenne Sie!« Von der großartigen, aber in vielfache Liebesabenteuer verstrickten Schauspielerin Sophie Schröder wird erzählt. Madame Schröder fuhr einst ins Theater. Ehe sie in den Wagen steigen konnte, stürzte ein junger Mann auf sie zu und umarmte sie. Die Schröder erstarrte. »Mutter, erkennst du mich denn nicht?
Sie besah sich den jungen Mann näher und sagte dann, ach ja, du bist einer davon. Von meiner Liebe zur Kunst haben Sie keine Vorstellung, rief bei einem kleinen Probenzwist ein Schauspieler seinem Direktor Heinrich Laube zu. Wenigstens keine besuchte Vorstellung, antwortete dieser. Dieser selbe Laube streicht auf der Probe einen Monolog. Der Darsteller kämpft verzweifelt dafür, dass er bleibt. Ach, diese Verse sind ja so wunderbar schön, Herr Direktor. Darf ich Sie denn wirklich nicht sprechen? Doch, Sie dürfen. Oben in meinem Büro. Der große Schauspieler Bernhard Baumeister war am Burgtheater steinalt geworden. Ein Kollege von ihm sagte zum anderen, sehen Sie nur, wie jugendlich er sich heute schminkt. Was spielt er denn? Den alten Mohr. Alexander Girardi war als unpünktlich und unzuverlässig bekannt. Als er wieder eines Tages eine Stunde zu spät zur Probe kam, begrüßte ihn sein Direktor mit ebenso liebenswürdiger wie ironischer Duldsamkeit. Dass du überhaupt noch erscheinst, lieber Girardi, an deiner Stelle würde ich doch gar nicht kommen. Entrüstet antwortete darauf Girardi, ja, du. Ernst von Possart, Münchner Schauspieler und Intendant, schon zu Lebzeiten wegen seiner singenden und rollenden Sprechweise belächelt, feiert ein Jubiläum und leitet die Generalprobe der Ehrung, mit der ihn seine lieben Kollegen, die Mitglieder des Hoftheaters, überraschen werden. Er hat ihre Wünsche so verstanden, dass ein um viele Stufen erhöhter Ehrensitz gebaut werden musste, auf den sie ihn hinaufdrängen werden. Er probiert das Hinaufdrängen einmal, zweimal, viermal. Endlich wirkt es spontan und natürlich. Er sitzt strahlend oben. Die Feier kommt. Da lässt er sich wohl hinaufdrängen. Aber ehe er den Thronsitz erreicht hat, drängt er nun seinerseits nach allen Seiten, Hände schüttelnd, mit aller Gewalt wieder hinab. Was habt ihr nur ausgesonnen, meine Lieben? Nicht dort oben in kalter Höhe. Hier unter euch. Ein neu verpflichteter Schauspieler stellt sich Possart vor. Mein Name ist Jäger. Nein, singt Possart. Doch, Herr Intendant, ich heiße Jäger. Nein. Ja, aber Herr Intendant, ich muss doch wissen, wie ich heiße. Nein, mein Lieber, Sie wissen es nicht. Sie heißen Jäger. Eine bayerische Prinzessin ist gestorben. Die Beisetzung ist auf den gleichen Tag angesetzt, an dem im Prinzregententheater der Fliegende Holländer, der demzufolge abgesetzt werden soll, bereits ausverkauft ist. Possart läuft vom Hofmarschallamt zum Flügeladjutanten, von einem ihm befreundeten Minister zum Prinzen Ludwig Ferdinand, um eine Verschiebung der Beisetzung um 24 Stunden zu erreichen. Gespannt erwarten die Sänger auf der Probe Possarts Rückkehr und bestürmen den Eintretenden gleich mit der Frage, wie es stehe. Oh, meine Lieben, wir müssen den Holländer zurückzahlen. Die Verschiebung wurde abgeschlagen. Die Prinzessin hält sich nicht so lange. Bei einer Gastspielreise in Amerika wurde die französische Tragödin Sarah Bernhardt von den Kanzeln der meisten Kirchen in den Städten, durch die sie kam, als Auswurf der Hölle, weiblicher Dämon und so weiter heruntergemacht, sodass man diese Äußerungen eines engen puritanischen Geistes fast schon für eine geschickte Reklame der Französin halten wollte. Als sie einmal aus Neugier sich selbst eine solche Abkanzelung angehört hatte, schrieb sie dem betreffenden Pastor, »Warum fallen Sie über mich her? Komödianten sollten sich gegenseitig verstehen.« Die übergroße Schlankheit der Sarah Bernhardt ließ den Berichterstatter einer Pariser Zeitung melden, »Vor der Komödie fährt eine leere Equipage vor. Wer steigt aus? Sarah Bernhardt.« In einer Gesellschaft wird von der großen Galina Ulanova gesprochen. Höchste Bewunderung wird laut. Da sagt jemand, »Ja, wahrhaftig, die hat Gold in der Kehle.« Aber wieso denn? Die Ulanova ist doch Tänzerin. Jawohl, in der Kniekehle.
Anekdoten von großen Ärzten sind von besonderem Reiz. Vielleicht liegt es daran, dass der Beruf des Arztes am deutlichsten die Grenzen menschlichen Könnens aufdeckt. Galenos, einer der berühmtesten Ärzte des Altertums, hat gesagt, so sagt man, der beste Arzt ist die Natur. Sie heilt nicht nur 3/4 aller Krankheiten, sie spricht auch nie schlecht über ihre Kollegen. Der berühmte Arzt Zimmermann soll auf die Frage Friedrichs II., wie viele Leute er schon unter die Erde gebracht habe, erwidert haben, sehr viel weniger als Eure Majestät und mit sehr viel weniger Ruhm. Von dem Pariser Arzt Falconet wird erzählt, dass er eine eingebildete Kranke befragt habe, ob sie mit Appetit esse, gut schlafe und was es sonst noch für Zeichen bester Gesundheit gibt, was sie alles bejahen musste. Mit Zuversicht rief er darauf, lassen Sie mich nur machen, das bringe ich Ihnen alles rasch weg. Hufeland, der Verfasser der Makrobiotik oder die Kunst, sein Leben zu verlängern, erwiderte einem Freunde, der ihm übertreibend gesagt hatte, Hufeland kenne doch gewiss den menschlichen Körper so genau, dass ihm keine Krankheit verborgen bleibe, mit bescheidenem Kopfschütteln. Es geht uns Ärzten wie den Nachtwächtern. Wir kennen wohl die Straßen unseres Bezirks, aber was im Innern der Häuser vorgeht, das wissen wir leider nicht und können es kaum vermuten. Einige Studenten wollten Heims berühmte Sicherheit in der Diagnostik erproben. Heim, der populärste Arzt im alten Berlin, war ein Zeitgenosse des vorerwähnten Hufeland. Also legte sich einer der Studenten ins Bett und leierte die ihm aus dem Kolleg bekannten Symptome irgendeiner Krankheit herunter. Heim sagte zu dem vermeintlich Kranken, »Stecken Sie mal die Zunge raus.« Während der Student dies tat, drehte sich der alte Heim um und sagte über seine Schulter weg, »So, und nun können Sie mich mal.« Als eine Dame, die viel an Kopfschmerzen litt, Heim einmal beschämt gestand, dass sie ein Volksmittel anwende, nämlich Sauerkohl auf den Kopf lege, rief Heim begeistert aus, »Famos, aber legen Sie ja auch eine Bratwurst obendrauf, wenn es helfen soll.« Als ein Patient bei Karl Ludwig Schleich, dem bekannten Berliner Arzt und Schriftsteller, über seinen schlimmen Husten geklagt und Schleich ihn untersucht hatte, wiegte er bedenklich den Kopf und sagte, »Entweder kommt der Husten aus der Lunge oder er kommt vom Saufen. Über Ihre Lunge kann ich Sie beruhigen, die ist völlig gesund.« Eine Patientin, die mit den Fremdwörtern nicht so ganz klar kam, sagte zu Sauerbruch, sie habe eine Explosion nach Berlin gemacht, um ihn zu insultieren, da sie an Konfektionen nach dem Kopf litte. Darauf sagte Sauerbruch, na dann schicken Sie mal rüber nach der Hypothek und lassen Sie sich Rhinozerosöl geben. Ein alter Anatom, den seine Freunde kaum je ins Theater bekamen, geriet zu ihrer Freude einmal bei einem Gastspiel einer berühmten Tänzerin in helle Begeisterung und setzte das Opernglas überhaupt nicht mehr ab. Zu seinen Freunden, die ihn schon zur Kunst bekehrt zu haben glaubten, sagte er nach der Vorstellung ganz hingerissen, »Welche Muskeln! Die möchte ich gleich in meinem Laboratorium präparieren!« Karl Thiersch, der große Leipziger Chirurg, gab einem sehr reichen Mann, der sich operieren lassen musste, dem die Kosten gleichgültig waren und der zu Thiersch nur kam, um ihn zu fragen, wer wohl in Paris der beste Chirurg sei, eine sehr gute Auskunft. Er nannte auf die Frage Professor Doyon. Nun wollte der Fragende wissen, ob er den Professor Doyon einfach so aufsuchen könne oder ob eine Empfehlung nötig sei. »Keineswegs«, erwiderte Thiersch. »Sie gehen in seine Sprechstunde, dann fragt er Sie jedenfalls, wo Sie wohnen, und wenn Sie dann sagen, in Leipzig...« Thiersch schwieg und musterte den Besucher, der neugierig ausrief, »Nun?« »Dann wird er sagen«, fuhr Thiersch fort, »Sie Rindvieh, warum lassen Sie sich denn da nicht von Thiersch operieren?« Der berühmte Berliner Internist Theodor Frerichs heiratete in späten Jahren seine Hausdame. Er machte ihr seinen Antrag mit den Worten, »Wollen Sie meine Witwe werden?« Groß und vielfältig ist unser Leben.
weit ist die Welt. In allen Ländern, wo Geist und Herz einander begegnen und komische Situationen entstehen, da sprießt auch die Anekdote. Der Nordpolforscher Nordenskiöld hatte einen Orden des Königs von Schweden abgelehnt und dem König später bei einer Audienz ein Eisbärfell angeboten. Darauf sagte ihm der König lächelnd: Ich nehme es an. Ich bin nämlich nicht so stolz wie Sie. Mulay Hafid, der Ex-Sultan von Marokko, spielte Baccarat und gewann. Ein englischer Journalist flüsterte ihm zu: Oh, Statthalter des Propheten, untersagt der Koran nicht, dies Geld zu nehmen? Von religiösen Skrupeln geplagt, wandte sich der Ex-Sultan an seinen Nachbarn, einen hohen französischen Richter. Du bist ein berühmter Richter. Darf ich diesen Gewinn nehmen oder darf ich das nicht? Wenn du ehrlich gespielt hast, o Statthalter des Propheten, so darfst du das Geld, weil es Azar-Gewinn ist, nach dem Gesetz des Korans nicht annehmen. Solltest du aber gemogelt haben, so verdankst du das Geld nur deiner persönlichen Tüchtigkeit und darfst es einstecken. Du bist der weiseste Richter, den ich kenne, rief der von seinen religiösen Gewissensbedenken befreite Sultan und strich seinen Gewinn ein. Als Materling seinen 80. Geburtstag feierte, wurde Sam Goldwyn auf ihn aufmerksam und der Hollywood-Gewaltige bestellte bei dem belgischen Nobelpreisträger einen literarischen Vorschlag für einen Film. Machen Sie mir ein Treatment aus Ihrem besten Buch. Alles Übrige besorgen wir, hatte Goldwyn geschrieben. Als Materlings Entwurf dann aber kam, wurde Goldwyn von Seite zu Seite unruhiger. Endlich packte er die 20 Blätter, rannte damit zu seinem Chefdramaturgen und schrie: Diese Europäer, diese Dichter, sie sind doch alle verrückt. Da schickt mir einer einen Filmstoff und die Heldin ist eine Biene. Bei einem großen Empfang, bei dem sich geladene und ungeladene Gäste um Albert Einstein drängten, war dem Gelehrten seine Brieftasche gestohlen worden. Der Hausdetektiv, den man verständigte, versuchte für seine Ermittlungen ein paar Anhaltspunkte zu gewinnen und fragte: Überlegen Sie bitte, Herr Professor, haben Sie nicht irgendwann an diesem Abend den Eindruck gehabt, jemand mache sich an Ihrem Jackett zu schaffen? Haben Sie vielleicht eine Hand in der Tasche gefühlt? Das schon, antwortete Einstein. Aber wenn man so eine Hand in der Tasche spürt, wer denkt denn da, dass das eine fremde Hand ist? Für Manfred von Ardenne bedeutet es stets eine nicht geringe Verlegenheit, bei Tisch Konversation machen zu müssen. In einer Gesellschaft fand er sich neben einer Dame platziert, die ihm anvertraute, von Physik nichts zu verstehen. Dafür gehe sie aber lieber in die Oper. Da waren Sie sicher gestern im Troubadour, erkundigte sich der Gelehrte, glücklich, wenigstens etwas zu diesem Thema beitragen zu können. Nein, mir war nicht gut. Ich blieb zu Hause und legte mich früh zu Bett. Ardenne hatte sich mit seinen Gedanken bereits schon wieder von diesem Gespräch entfernt und fragte deshalb ganz zerstreut und desinteressiert: Und wie war das Publikum? Gab es großen Andrang? Eine Anekdotensammlung wäre unvollständig, wenn sie nichts aus dem Leben der Filmwelt zu berichten hätte. Hans Moser wurde gefragt, ob es ihm nicht peinlich sei, dass so viel Anekdoten und Schnurren von ihm erzählt werden und dass man so viel Witze und Witzchen über ihn mache. Moser antwortete: Oh nein, denn nur die, die keinen Spaß verstehen, sind verdammt. Die verstehen auch keinen Ernst. Stummfilmzeit. In einem Berliner Vorortkino. Vor der Leinwand klimpert ein Klavierspieler die Begleitmusik zu der großen Tragödie in 7 Akten. Irrwege des Lebens, mit Henny Porten in der Hauptrolle. Henny spielt meisterhaft und erschütternd die Rolle eines armen, betrogenen Mädchens. Vom Vaterhaus verstoßen und vom Bräutigam verlassen, steht sie auf einer Brücke. Es regnet, es gibt keinen Ausweg mehr für sie. Schon beugt sie sich über das Geländer, da ertönt eine Stimme aus dem dunklen Zuschauerraum: Henny, nimm den Klavierspieler mit. Noch eine Anekdote aus der Stummfilmzeit. In dem Film »Die verrufenen Straßen von Algier« passieren tolle Sachen. Unter anderem sollte ein verkauftes und verführtes Mädchen umgebracht werden. Eine finstere, unheimliche Gasse.
Zwei finstere, gedungene Mörder huschen heran, heben den Riegel einer verfallenen Tür und schlüpfen in ein gespenstisches Haus. Und da kommt das Opfer, schön und harmlos. Es geht auf die verfallene Tür zu. Das Mädchen bekommt die Tür nicht auf. Es fingert und fingert am Schloss herum. Das Publikum stöhnt vor Spannung. Da eine freundliche Stimme aus dem Zuschauerraum. Der Riegel ist links, Fräulein. Bloß hochheben. Auf einer Abendgesellschaft bei einem Filmproduzenten erzählte ein Autor einen Stoff, den er für ein Filmdrama in Vorschlag bringen wollte. Ein Liebespaar, märkischer Adel, Heirat, sie verliebt sich, aber in den Gutsnachbarn, der Mann findet Liebesbriefe. Im Nähkästchen, Duell. Gutsnachbar, tot. Die Ehe, zerstört und sie stirbt zum Schluss an Schwindsucht. Großartig. Ist die Geschichte von Ihnen? Nein, gestand der Drehbuchschreiber, von Theodor Fontane. Sie heißt Effi Priest. Na, dann laden wir doch den Mann mal ein. Das wird wohl keinen Zweck haben, denn er hat vor ein paar Jahren etwas getan, was sein Erscheinen in der Gesellschaft unmöglich macht. Oh, wie interessant. Was hat er denn gemacht? Er ist gestorben. Einen Augenblick herrschte betretenes Schweigen. Aber dann sagte jener Filmunternehmer, der durch nichts aus der Fassung zu bringen war, Sie, irren Sie sich auch nicht. Bei den Aufnahmen zu dem Film Mädchenjahre einer Königin. In der Hauptrolle Jenny Jugo. Regie Erich Engel. Ein österreichischer Schauspieler, der einen Hofrat darstellt, sagt zur Jugo, Majestät, eine Heirat wäre nicht nur für Sie, sondern für ganz Europa ein Segen. Erich Engel ist als sehr sorgfältiger Wortregisseur bekannt und verbessert deshalb sofort Oi, nicht Europa, Europa. Bitte noch einmal. Majestät, eine Heirat wäre nicht nur für Sie, sondern für ganz Europa ein Segen. Erich Engel wird nicht ungeduldig. Bitte nicht Europa, Europa. Der Schauspieler nimmt nochmals einen Anlauf. Majestät, eine Heirat wäre nicht nur für Sie, sondern für ganz Europa. Bitte schön, Herr Engel, kann ich nicht für ganz Asien sagen? Zu dem Filmregisseur Karl Fröhlich kam eine junge Schauspielerin. Warum werde ich nicht beschäftigt? Warum geben Sie mir keine Rolle in Ihren Filmen? Alle sagen, dass ich großartig aussehe und eine sehr gute Schauspielerin bin. Darauf Fröhlich, machen Sie sich nichts draus. Lassen Sie die böswilligen Leute reden. Jakob Tietke steht mit blondem Vollbart und goldener Brille im Filmatelier. Er spielt einen Professor. Die Tänzerin Ilse Meutner begrüßt ihn. Aber Tietke erkennt sie nicht sofort. Aber Herr Tietke, wir kennen uns doch. Wir saßen ein paar Mal im Bühnenclub zusammen. Ah, natürlich, natürlich. Aber wenn ich einen Bart umhabe, erkenne ich keinen Menschen. Chaplin und Mahatma Gandhi weilten einmal zur gleichen Zeit in London. Und Chaplin äußerte den Wunsch, Gandhi vorgestellt zu werden. Gandhi hörte sehr interessiert zu, als man ihm Charlies Anliegen übermittelte, und dann sagte er zu dem Vermittler, »Es ist mir eine große Ehre, Herrn Chaplin kennenzulernen. Aber sagen Sie mir bitte, wer ist denn dieser Herr Chaplin?« In dem Film Kautschuk kämpfte René Deltken mit einer Riesenschlange. Das war eine echte, lebendige, 6 Meter lange Anaconda aus dem Aquarium entliehen. Am nächsten Tag sollte die Fortsetzung gedreht werden, wie der Retter hinzuspringt, die Schlange in kleine Stückchen zerhackt und den Deltken so rettet. Dafür musste selbstverständlich eine ausgestopfte Schlange her. In eine echte Schlangenhaut musste was hinein, aber was? Da rettete der Regisseur das Problem. Er sagte zum Regieassistenten, die Schlangenhaut wird mit Fisch gefüllt. Und als am nächsten Tag die Aufnahmen fortgesetzt wurden und der Retter mit dem Haumesser in den ausgestopften Schlangenbalg hineinhieb, fielen lauter Bücklinge heraus. Ein bekannter Filmregisseur bediente sich bei den Probeaufnahmen einer ganz eigenen Methode. Er ließ den Prüfling vor der Kamera, damit er sich ganz frei und unbefangen bewegen sollte, von 1 bis 15 zählen.
Als er Hilde Sessack so zum ersten Mal drehte, brach er plötzlich mitten in der Aufnahme ab. Ich danke, Sie sind engagiert. Die 8 hat mir gefallen. Als O.W. Fischer seinen ersten Film mit Helmut Kreutner drehte, begrüßte er ihn am ersten Drehtag leutselig. Zwei Genies in einem Film, na, wenn das nichts wird. Kreutner blickte suchend umher. Vielen Dank. Aber wo ist denn das zweite? Für den Filmgeschäftsmann ist das Wort intellektuelles Publikum ein Schrecken. Bei einem Gespräch unter französischen Filmleuten stritt man sich darüber, wer als Intellektueller anzusehen sei. Ein Intellektueller, sagte Yves Montand, ist ein Mensch, der Toulouse-Lautrec kannte, ehe er den Film Moulin Rouge gesehen hatte. Billy Wilder, der seine Karriere als Berliner Journalist begann, schrieb 1929 das Drehbuch zu Menschen am Sonntag, einem Reportagefilm, der avantgardistischen Ruhm errang. Als man Wilder bei einem Deutschlandbesuch fragte, ob er diesen Film nicht wiedersehen möchte, antwortete er, man soll seine alten Filme nicht wieder anschauen. Möchten Sie heute das Mädchen wiedersehen, in das Sie sich vor 25 Jahren verliebt hatten? Und nun erlauben Sie mir zum allerletzten gewissermaßen eine Anekdote über Anekdoten noch anhängen zu dürfen. Es ist bekannt, dass viele der geistvollen Bemerkungen Oscar Wildes von dem Maler Whistler stammen. Als er wieder einmal bei einem Zusammentreffen mit Wilde einen sehr witzigen Ausspruch machte, sagte Wilde leicht verstimmt, zu ärgerlich, dass ich das nicht gesagt habe. Und darauf Whistler, beruhigen Sie sich, lieber Wilde, Sie werden es sicher sehr bald tun. Und in diesem Sinne möchte ich auch Ihnen, verehrte Zuhörer, sagen, was Sie soeben gehört, das werden auch Sie sicher weitererzählen.